Jo Leute, willkommen zurück zu Pokémon. Ja, Part 2. Los geht's. Wir sind in Soltingen und ja, haben in der letzten Folge, ich muss kurz mal weiter ausholen. Wir haben in der letzten Folge mit Team Rocket 2.0, ich habe vergessen, wie die heißen, gequatscht. Ja, die haben hier ein bisschen den Hafen besetzt und ja, der gute Daro, Herr Daro, hat mir auf jeden Fall auch schon mal ein paar Fragen beantwortet. Und zwar hat er gesagt, er hat alle Texte selber geschrieben. Auf jeden Fall, oh, hier, ah, die Wing Wizard! Auf jeden Fall Hut ab dafür. Also, wirklich sehr schönes Spiel. Ich werde am Ende dieser, dieses Let's Plays nochmal kurz vielleicht eine kleine Zusammenfassung machen. Jetzt aber erstmal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Er meinte, wir können auf Shift drehen. Aha. Okay, super Trank. Er hat mir noch geschrieben, dass ich mit Shift rennen kann. So, jetzt war die Frage, ich habe vergessen, wo ich hin muss, aber wir können erstmal hier mit den Leuten quatschen. Hier, wie versprochen, Rekord hier hat Professor Ems Päckchen. Aha. Nicht schlecht, können wir hier schon durch? Ah, hier beginnt der Radweg, du kannst ihn nicht ohne Fahrrad betreten. Gut, Fahrrad, was ist das hier für ein Haus? Willkommen im Rathaus von Soltingen. Wenn du einen Termin hast, zieh mir deine Nummer. Und warte, bis du aufgerufen wirst. Die Tür ist nur halb da. Lol. Wo kann ich eine Nummer ziehen? Mein Telefon? Okay, vielleicht wird ja noch was hingebaut. Ja, okay. Ah, fuck. Weg. Yes. Na, yes. Nein. So. Und tschüss. Na, oh! So, tschüss. Log aus. Okay, gut, los geht's. Man kann auch im Haus rennen, das ist echt mal ganz gut. Das kann man wahrscheinlich nicht anders einstellen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz gut. So, was mit unserem ersten Orden? Linus Sternleiter von Soltingen ist in den Dürstenfrost gegangen, um dort weitere Käfer-Pokémon zu sammeln. Okay, die erste Arena ist also ein Käfer-Pokémon-Orden. Hier kann man nicht rein. Hier kann man rein. Die Wohnungen hier sind echt super. Und was hast du mir, um was zu geben? Okay, Quick Claw. Ich glaube, das heißt, flinke Klaue oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Attacken heißen. Aber ich glaube, flinke Klaue heißt es so. Ich glaube, das ist so ein, dass wir schneller sind. Sollte es eigentlich bezwecken, dass unsere Pokémon schneller angreifen können. Hier können wir, glaube ich, auch nicht durch. Ach doch, hier können wir durch. Okay. Okay. Ja, ich muss meine Pokémon nicht heilen, die sind heile. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Und wir können, glaube ich, erstmal zu Professor Elm zurückgehen. Und ihm das Päckchen bringen. Vielleicht kann der uns da auch irgendwie nochmal was geben. Ein paar Pokebälle oder so. Hier. In Düsseldorf kann man sehr gut trainieren. Dankeschön. Okay, jetzt kannst du noch Pokémon. Alles klar. Das sind diese Sprites von den Ast-Trainern, glaube ich. Was ist hier noch los? Mein Name ist gerade einkaufen. Wo ist denn die Einkaufen, Mensch? Hier, bestimmt bei dem Marktschreier oben. Hier hast du ein Webegeschenk von dem Supermarkt. Ach, Junge, du kriegst ja die Items echt zugeballert. Junge, chillig. Was meinst du mit, wir haben doch keine Konkurrenz? Junge, ich muss sagen. Na, hast du schön das Pokémon-Spiel auf die Schippe genommen. Das finde ich gut. Great Ball ist, glaube ich, Super Ball. Willkommen im Bootshaus von Soltingen. Wenn du das brauchst, bist du hier genau richtig. Ja, ich selber mir meinen Teil am besten auf, ne? Hier, so ein Schraubenzieher, so ein Maulschlüssel, kann ich wohl mal mitnehmen. So, ja, kommen wir erstmal zurück wieder zu Professor Elm, dann geben wir ihm mal sein Geschenk. Ja, möchte ich. So, da sind wir auch schon. Leuchtung ging ja nicht. Ah, hier ist der. Ne, warte mal. Ach so, hier kannst du in der Vollversion neue Items kaufen. Okay. Haben wir hier schon drin? Ich glaube, hier hätten wir auch schon. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Also mit drin geht es ganz echt schneller. So.
Riesenau und der... Was ist eigentlich mit ihm hier? Achso, stimmt, meine Frau ist gerade weg. Wäre geil, wenn du dahinter... Okay, geht mal rein. Okay. Ah, Rockhorty, du bist zurück und hast sogar mein Paket dabei. Was sagst du? Team Chrono haben den Captain entführt und du hast ihn befreit? Ich wusste ja, dass du Potenzial hast, aber du hast dein Pokémon doch gerade erst bekommen. Ich muss mich bedanken, dass du all das für mein Paket auf dich genommen hast. Ja, kannst du mich auch eigentlich UPS nennen. Darin ist ein seltener Pokéball, der meine Forschung weit voranbringen wird. Hier, nimm das als Belohnung. Okay, jetzt haben wir jetzt den Schneider bekommen. Das ist die versteckte Maschine zur Stelle, damit kannst du kleine Bäume beschossen bekommen. Okay, allerdings brauchst du deine Orden von der Arena Soltingen, um schnell außerhalb deines Kampfes einsetzen zu können. Ich würde mir empfehlen, dich auf die Suche nach der achten Arena. Hä? Ach, nach den acht Arenen der Ragnar, der Ragnar-Region zu machen. Denn mit deinen Orden wächst auch die Stärke deiner Pokémon. Außerdem wirst du auf deiner Reise vielen Pokémon begegnen, mit denen du dich anfreunden kannst. Pass auf dich auf, Rokorti. Okay, gut, was ich geil fände, wenn man irgendwann im späteren Spielverlauf oder weiß ich nicht, am Ende des Spiels irgendwie hier, dass der Professor sagt, ja mein Junge, pass auf, dies, das, du musst hier irgendwie an den Teleporter gehen und dann schiebt euch sich irgendwie ein kleines Ding weg und dann kann man hier hinter der, dass es dann hier noch weitergeht, also hinter diesem, sozusagen in seinem Vorgarten, dass man dann irgendwelche, keine Ahnung, Labrasse, Relaxo, irgendwelche so, ich sag mal, Badass-Pokémon hier rumharzen. Also hier so wie dieses Mobile, glaube ich. Dass sie einfach da so rumharzen, das wäre richtig geil. Und, wir haben einen Superball, aber keine normalen Pokébälle. Wir haben natürlich auch keinen Cash dabei. Dafür müssen wir jetzt zurückgehen nochmal. Zu... Ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, nach Soltingen. Genau. Ja, möchte ich gerne hin. So, jetzt sind wir hier in Soltingen. Jetzt gehe ich mal zu ihm in den Markt. Ist übrigens nicht gut, wenn man keine Konkurrenz hat, dann kann man die Preise so hoch machen, wie man will. Und das ist führt zur Inflation. Willkommen, how are you? Okay, bye. Pokéball. Wie viel haben wir? Oh, 3000. Oh, meine Güte, vielleicht. Wir sagen, wir nehmen erstmal 10, dann haben wir 2000. Ja. Nein, okay, tschüss. So, jetzt haben wir Pokébälle. Und jetzt können wir mal auf die Suche gehen. Ah, oh, da geht's schon los. Ich bin hier wegen der wilden Pokémon. Picknicker Carlo. War das nicht gerade ein Mädchen? Ist Carlo nicht... Nein. Oh, ich habe mein Pokémon gar nicht geheilt. Egal. Okay, ich bin tot. Verdammt. Gut, dass das Ganze hier nur eine Testversion ist und lol, als ob ich jetzt wieder zu Hause. Hä? Hey. Warum chillen die alle hier? Hey, warte mal. Ich... Warte mal. Warte mal. Ich weiß gerade nicht, was hier Sache ist. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, gerade einen Zillibi bekommen. Ich glaube, da musst du noch mal ran. Ich bin hier, glaube ich, ein bisschen wo reingeraten, wo ich nicht hätte reingeraten sollen. Ich werde jetzt auch nicht hier irgendwie mal gucken, was das hier ist.
Ja, du, ich würde sagen, du guckst da nochmal rüber. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Und irgendwie bin ich auch. Ich weiß nicht, was jetzt hier los ist, weil jetzt bin. Hier ist nämlich die Safari-Zone und. Route 1. Ich glaube, ich bin gerade in ein ganz anderes Spiel geswitcht. Na gut. Mal gucken, ob das auch noch Deutsch oder Englisch ist. Wir sind auf jeden Fall hier Route 1. Ich würde wir spielen einfach mal weiter. Hello, I'm Kurt. Lol. Boah, was ist los? Okay, hier ist auch noch ein Bug drin. Hier ist Rocco. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier reingeraten bin und wie ich hier wieder zurückkomme. Ja. Sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Kann man hier von wilden Pokémon angegriffen? Ja, okay. Ein Wiffchen. Level 13. Ich lasse ihn nochmal besiegen. Vielleicht sterben wir dann nochmal und kommen irgendwo raus, wo wir nicht hätten sein sollen. Also wo wir denn gestorben sind, sag ich mal. So, jetzt bin ich tot. Ah, ich habe noch ein CDB dabei. Ach Mensch, ist Level 20. Alles klar. Boah, Magical Leaf ist, glaube ich. Okay, Rasierblatt. Jetzt habe ich einen fucking Celebi dabei. Was soll denn das jetzt? Ich weiß. Oh Mann, scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Wo bin ich jetzt? SWS walked past. Having turned a two is my name. Ich glaube, wir sind hier ganz falsch. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, das jetzt irgendwie noch zum Spiel gehört und das noch nicht irgendwie gemacht hast. Ja, oder ich habe jetzt ein Problem. Aber sonst würde ich einfach sagen, wir machen hier mal einen Aufnahmestopp. Ohne Fahrer kann ich hier lang. Aber ich kann hier unten lang gehen. Hier gab es übrigens bei der normalen Pokémon-Version Eevee-Tex zu fangen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier einen kleinen Stopp. Und ich melde mich gleich zurück, wenn ich das, ich komme gleich wieder. Oh, und ja, willkommen zurück zu dem zweiten Versuch hier nochmal was zu reißen. Ich bin ja auch jetzt eben gerade in dieses Pokémon-Center nochmal reingegangen und jetzt hier, willkommen. Carlos hieß er, glaube ich. Versuch 2.0 gegen ihn zu kämpfen, wenn wir verlieren und wir wieder dahin geraten sollen. Carlo. Meine Karte ist ein junger Name, aber gut, egal. Ich bin gespannt, ob wir jetzt, falls wir verlieren, wieder irgendwo hingeschickt werden. So, Level 6 sind wir. Tackle. Ja, könnte, wie gesagt, diesmal was werden. Setz doch nur Heuler ein. Oder Brüller. Ich glaube Heuler, weil Brüller würde mein Pokémon aus dem Kampf schicken und dann das nächste Pokémon herholen. So, Bidiza ist tot. Oh, wir haben, ja, wir haben Bubble gelernt. Blubber heißt es. Direkt mal usen. Ist nicht so effektiv. Ah, wir sind vergiftet. Fuck. Nein, ich will es nicht riskieren, jetzt nochmal zu sterben. Das wäre ziemlich blöd. Aber da können wir uns ein Celebi holen. Und es sieht gerade echt schlecht aus. Da muss ich gleich einen Trank nutzen, auf jeden Fall. Ich will hier nicht irgendwie. So, komm, ich versuche jetzt mal den zu besiegen und dann gehe ich direkt ins Pokémon Center. Das nimmt das Pokémon ganz schön mit. Ja, super. Wurmple ist besiegt. Warte mal.
Ich will es jetzt nicht riskieren. Ich werde jetzt Potion nuden. Ich bin eben gerade durchgerusht, deswegen habe ich nicht, nicht mehr alle Tränke und so, die wir am Anfang hatten. Aber ich gehe jetzt nochmal in dieses Pokémon Center rein. Und, ja. Hoffe, dass das alles jetzt so klappt. Tüt, tüt, tüt. Heute auch mal ein etwas längerer Part. Ja. Immer kurz nochmal das Werbegeschenk hier von ihm abholen. Oh, schon wieder einen neuen Trank. Sehr gut. Ja. Dann will ich doch mal diesen Arenaleiter suchen. Das geht hier unten. Ja, vielleicht können wir uns hier erstmal ein zweites Pokémon fangen. Boah, jawohl. Ich kenne den Namen nicht so ganz. Ich kenne nur die alten Pokémon. Aber das heißt, glaube ich, irgendwas mit Taube? Nee, oder Dusugur war es auch nicht. Keine Ahnung. Ach fuck, jetzt habe ich ja gar nicht mehr die Pokébälle. Oder? Ja, super. Das war natürlich wieder mitgedacht von mir. Ja, wir sind Level 8. Warte mal, ich will jetzt erstmal ein paar Pokébälle holen, dass wir uns wenigstens diese Taube mal fangen können. Oder vielleicht ein anderes Pokémon. Jo, hier ist die Musik geil. Dass wir nicht so schnell tot sind. So, wir hatten gesagt 10. Wir sind ja noch Ice Show in a Premium World 2. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Geld über. Dann holen wir uns nochmal 4 Tränke. Dann spielen wir mal auf Safe. Nicht auf Risiken. Oh Mann, jetzt. Ach. So, wir spielen jetzt mal auf Sicherheit und nicht auf Risiko. Ja, wäre nämlich ziemlich blöd, da wieder zu verlieren. So, den besiegen wir nochmal kurz. Ich habe Angst vor Käfer, ich traue mich nicht. Ich meine, nicht weiter in den Wald. Warum chillst du denn am Waldesrand? Fred, Camper Fred, send auf Ratzfratz. Dann müssen wir auf jeden Fall mal zusehen, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Ich glaube, Shiggy entwickelt sich zu Sherlock auf Level 16. Dann nochmal irgendwie auf Level 36. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber. Also würde ich mich nicht darauf festnageln, aber ich glaube, das kommt hin. Ein Raupi. Das Madbo brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden Raupi benutzen, um unsere EP zu holen und unser Chiggy zu stärken. Super. Und hier ist ein Pokéball. Big Mushroom, ich würde mal sagen. Komm, wir sind hier ganz alleine. Wollen wir nicht mal ein paar Pilze einnehmen? Hier, Bengel, wollen wir nicht mal zusammen? Hi, ich mag Shorts. Sie sind selber. Man muss aufpassen im Wald, da sind überall Zecken. Da muss echt vorsichtig sein. Jungster Karl. Ach, Youngster. Rattan. Rattan. Rattan, so heißt's. Aha. Wenn ich Leertaste gedrückt halte, dann ist das, glaube ich, schneller. Also, glaube ich, zumindest habe ich gerade das Gefühl. Weil das auf jeden Fall gerade eskaliert. Und wir sind schon Level 9. Jawohl. Und hier ist schon wieder ein Pokéball. Oh, wir haben ein Pokéball gefunden. Ah, das entwickelt sich doch zu, das ist auf jeden Fall ein geiles Pokémon. Das ist so Smaragd, Rubin, Saphir. Und leider kenne ich mich da nicht ganz so aus. Weil das auf meiner Version nie zu fangen war.
Deswegen weiß ich den Namen nicht, aber das ist auf jeden Fall ein geiles Pokémon. Erstmal jetzt ein. Als ob wir einen Premierball haben, Alter. Oh, ein paar Pilze. Ich weiß auch nicht, was das jetzt bringt, aber wir können erstmal unserem Chigi. Was der Pilz jetzt bringt, weiß ich nicht. Da kommen wir mit Stärke durch. Nach Ständchen immer Ständchen. Okay, also kommen wir da wahrscheinlich durch, auch mit Stärke. Hier waren wir ja schon, okay, jetzt haben wir da oben alles abgegrast. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Das versuchen wir jetzt nochmal zu fangen. Ja, das entwickelt sich doch zu. Hier. So ein fliegendes Ding mit so einem Kreis auf dem Kopf. Ich bin gespannt, er meinte ja 4 Stunden. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Ob wir das auch alles so entwickeln können, wie es sich gehört. So, und wir wollen ja erstmal dem Grokorti-Team alle Ehre machen. Yes! Das erinnert mich aber irgendwie an Christoph. Jawohl. Lass mal gucken, was hier unten abgeht. Und dann beenden wir den Part auch. Mein Kräft kommst du nicht vorbei. Da unten kann man Zerschneider einsetzen. Bugcatcher Marius would like to battle. Hallo Marius. Ah, ein Blutzug. Blutzug auf so einem niedrigen Level noch nie gesehen, muss ich sagen. Ah, Superschall, man kennt's. Junge, ich hasse diese Attacken, dass man das nicht mehr dann usen kann. Da müsste. Genau, ja. Critical Hit. Super. So, das war's mit Blutzug. Wir können es ja mal versuchen. Ah, hier ein Tuska. Oder. Ja, doch, Tuska. Das andere ist Noctuska. Noctuska. Wäre auch cool zu fangen. Ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts, weil ich gleich tot bin. Und meine Attacke nicht viel ab, deswegen werde ich jetzt... Warte mal. Shiggy holen. Und dann kriegen wir ja hoffentlich ein paar EP noch. So, Tackle. Wutz. Ja, komm, am besten ziehst du mir noch mehr ab. Wie viel kriegt der jetzt? Ja, okay, es geht. Jawohl. So, Aaron kriegt 32, Aaron geht Level 10. Und Right Draw. Ich weiß nicht, was Right Draw ist. Könnte. Boah, keine Ahnung, egal. Also, ja, genau, wir wollten ja hier einen Cut machen, Jungs. Dann sprechen wir in der nächsten Folge an. Achso, oh. Der sieht aus wie Major Bob. Oh, hallo, ich bin Linus, der andere von Soltingen. Wie, du weißt du schon, dann willst du mich bestimmt herausfordern. Ich bin hier auf der Suche nach neuen Pokémon für mein Team. Du willst dein Team vielleicht auch verstärken, bevor du gegen mich antrittst. Wir sehen uns in meiner Arena. Ja, Freunde, wieder schauen und reingehauen.